Der Plattenbau ist keine Erfindung der DDR. Schon in den 1920er Jahren wurde in Deutschland mit vorgefertigten Betonteilen gebaut. Doch für viele steht die Platte bis heute nun mal exemplarisch für Tristesse im real existierenden Sozialismus. Zwar bot sie für diejenigen, die dort wohnten, vor allem mehr Komfort, Dinge wie Zentralheizung, die sie in maroden Altbauten nicht fanden. Doch nach 1990 wollten viele nur eins: raus aus der Platte. Was für Stadtplaner meist nichts anderes hieß als: die Abrissbirne kommt. Doch der Beton ist nicht nur etwas für den Schredder. Jacqueline Pivon war mittendrin auf einer Baustelle in Großräschen in Brandenburg und hat erlebt, wie aus alt neu wird. Angelika Mettke nimmt uns mit auf die Baustelle. Dieser Plattenbau aus den 80er Jahren soll umgestaltet werden. Modernere Grundrisse, Balkone und nur noch 3 statt 6 Etagen. Statt abzureißen, wird hier vorsichtig zurückgebaut. Die ausgebauten Platten will Angelika Mettke später wiederverwenden. Hier habe ich die Königsklasse der Recyclingmaterialien. Aber ich will es ja in Gänze erhalten. Die intakten Bauteile, mir tut's weh. Mir tut es wirklich weh, wenn hier intaktes Material kaputt gemacht wird. Sie hat selbst 20 Jahre lang in einem Plattenbau gelebt. Für die Professorin und Bauingenieurin ist die Wiederverwertung von Beton zum beruflichen Lebensprojekt geworden. Seit den 80er Jahren forscht sie dazu. Die Plattenbauteile eignen sich besonders, sagt sie. Was wichtig ist, wir haben hier intakte Elemente. Die haben eine Nutzungszeit bis jetzt gehabt von 1988 erbaut, also sind noch relativ jung. Wir haben hier Stahlbeton, der hat eine Nutzungsdauer, die ist 120, 150 Jahre. Den aufwendigen Rückbau in Großräschen führt das Team von Axel Bredfeld durch. Seine Firma ist eigentlich für die Entsorgung der Baustoffe zuständig. Mit ihm arbeitet Angelika Mettke seit Jahren zusammen. Beide verbindet der Gedanke an die nachhaltige Nutzung von Baustoffen und die Idee, mit Ressourcen sparsam umzugehen. Wir müssen größer denken, auch in Richtung Wiederverwendung. Wir haben im Grunde nach eigentlich hier nicht unbedingt den Auftrag, etwas zu entsorgen und wegzuwerfen, sondern wir müssen nachdenken, ob nicht da durchaus das eine oder andere zu reparieren ist. Noch ist die Wiederverwendung die Ausnahme, sagen sie. Es bräuchte so etwas wie eine Online-Plattform für Plattenbauelemente, um Interessenten auch bundesweit zu finden. Ich habe das mal ausgezählt, was wir jetzt hier nutzen, nachnutzen, sind 20%, nur 20% von dem, was zurückgebaut wird. Die übrigen 80% werden geschreddert und entsorgt. 40 Autominuten entfernt in Kolkwitz zeigt Angelika Mettke uns, wie es aussieht, wenn aus den Platten etwas Neues entsteht. Das Vereinsgebäude des SV Kolkwitz wurde 2009 aus alten Plattenbauteilen gebaut und außen mit Holz verkleidet. Das ist ein Gebäude, was in Cottbus stand, was tatsächlich komplett beseitigt worden ist. Und wir haben dann im verbauten Zustand die Elemente, die hier verbaut worden sind, gekennzeichnet. Es hat natürlich planerische Leistungen im Vorfeld, sie waren zu erbringen. Und Sie sehen dann nach dieser Zwischenlagerung ist hier letztendlich der Rohbau erfolgt und das Endresultat ist hier. Theoretisch lassen sich so Energie und Kosten sparen. Aber Planung, Logistik und Rückbau sind aufwendig, sagt Angelika Mettke. Und Genehmigungen für Projekte mit gebrauchten Baustoffen nicht immer leicht zu kriegen. Beim Vereinsheim in Kolkwitz ist es aufgegangen. Die Kneipe im Verein betreibt Falko Pawelka. An dem Gebäude gibt es nichts zu meckern, sagt er. Platte hin oder her. Also ich identifiziere mich jetzt nicht mit dem Plattenbau, das ist mir eigentlich egal. Nur wir haben diesen Plattenbau, wir sind damit groß geworden in der DDR und wir sind eigentlich stolz darauf, dass wir das zurückbauen können, dass wir damit Neues beginnen können. Und Angelika Mettke hat schon weitere Pläne. Es gibt erste Überlegungen, das Vereinsheim nochmal zu erweitern. Diesmal wahrscheinlich mit den frisch abmontierten Platten aus Großräschen.